immer Spaß, sagst, Hater feiern Wish, statt dein Note was. Wenn's nach dem Prinzip geht, warum bist du dann so unbekannt? Auf dem Gamer-Style, der diese Fotze sukzessiv gegen Alpha hast du dich selbst mehr getroffen als ihn. Was für Qualen, wenn er verliert, ey, ich bin so empört. Die Qualen fangen an, wenn man mal deine Runden hört. Doppelmora, sein Vater, ich zerfetz die Note. Die besten Lines deiner Runden waren auf dich selbst bezogen. Der redet darüber, dass das Fritz Videos scheiße sind, während er auf wie synchronisieren von Alleinwand steht. Du sagst, das Fritz Videos sind total scheiße, doch lässt dein Video davor von ihr bearbeiten. Nö, zeig deine Fresse nicht und du sagst, er hat scheiß Texte. Bei dir wünscht man sich, dass du die Fresse nie gezeigt hättest. Der entkräftet ja nicht mal die Line, die ihn in Pedo nannte. Das ist der Verdächtigste, wie du vor einem Kindergarten. Wie kann man so viel Scheiße schreiben? Du siehst aus wie ein Tadel von eBay Kleinanzeigen. Halt deine Lines recycelt, hör auf zu rappen, bitte. Wird das hier zum K-Pop-Song, nur weil ich Kate zerficke? Du schaffst niemals Punkte rauszuholen, denn du hast da etwas Stimme in deinem Autotune. Ich bringe eine Part und K wird mühelos zerfickt. Der größte Gegner für dich ist doch nur der Beat, den du hier pickst. Was waren deine besten Lines denn bitte? Die Aussage, du willst gern ein Kleinkind ficken? Nach der Runde wünscht dich Astrid, du hättest nichts eingereicht. Aber Bro, das ging hier doch allen so. Bitch. Erklär, warum du singst, obwohl du überhaupt nicht singen kannst. Astrid braucht für ein paar 100 Jahre, du Bastard brauchst du immer. Ohne Witz, dein Gesicht ist heftig, Digga. Dank dem Mundwinkel sieht deine Hessen und Fresse aus wie Jeff the Killer. Wie weit deine Kauleiste aufgeht, ist echt beachtlich. Aber trotzdem fühlst du höchstens unsere Augen bei dem Amding. Du Kids, Gegner mit links, ey, wie kann man so einen Scheiß rappen? Mizzet wie dich, kill ich sogar freihändig. Man ist dumm wie Brot, wenn man unironisch so einen Scheiß rappt. Ergebnis war geiler, wenn man ne Gummipuppe ans Mic stellt. Schreist im Discord immer, deine Runden wären sehr geil. Das Lustigste an dir ist, dass du diese Scheiße ernst meinst. Doch dann reißt halt deine Fresse wieder auf. Denk nur dran, den Bart sieht aus, von Scott Tenorman gekauft. Retalk, jetzt das Framing in dem Part war stark. Fassen wir zusammen. Du bist Jeff the Killer mit Charme, Bart.